Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen bei uns hier auf dem Seekrautskanal. Willkommen zu diesem Ausblick-Video. Und wir blicken relativ weit voraus, weil World of Warships heute Nachrichten gebracht hat, die für uns alle wichtig sind. Denn ab dem Update 093 werden Schiffe aus der Waffenkammer verschwinden, die ja doch jetzt schon ganz lieb geworden sind. Und naja, es soll frisches Blut in die Waffenkammer gebracht werden. Dafür müssen vorher erstmal Schiffe entfernt werden. Entfernt werden die Neustra Chimi, ja, ein Stahlschiff, was meiner Meinung nach viel zu teuer war für das, was es konnte. Das war kein schlechtes Schiff, aber meiner Meinung nach keine 20.500 Stahl wert. Meine persönliche Meinung. Dann die Flint T7 Kreuzer, den es schon lange im Spiel gibt und früher die Belohnung war, wenn man dreimal die gewerteten Gefechte gewonnen hat. Und dann die Black, ja, die gab es, wenn man fünfmal die gewerteten Gefechte gewonnen hat. T9 Zerstörer, auch mit Radar und Nebel ausgestattet und so. Also eine ganz angenehmer Dampfer eigentlich. Ja, aber die sind jetzt wohl ja in die Jahre gekommen und World of Warships tauscht noch weitere Schiffe aus. Auch die Jean Bar wird zum Beispiel entfernt. Ja, ein Schlachtschiff, was auch schon ja, eine halbe Ewigkeit in der Waffenkammer ist, gefühlt zumindest. Und dann ein Schiff, welches ja schon lange quasi hochbeschworen wird, dass es entfernt wird, weil es OP wäre und der nächste sagt, das ist nicht OP und hin und her. Also ein Diskussionspunkt, die Smolensk. Ja, die wird nämlich auch mit dem Update 093 aus der Waffenkammer verschwinden. Alle fünf Schiffe verschwinden für unbestimmte Zeit. Aber sie können halt zurückkehren, das wird ganz klar gesagt. Und das nächste ist, die Neustra Chimi, die Flint und die Black, die werden zurückkommen, aber frühestens in einem halben Jahr und dann für Kohle anstatt Stahl. Ja, also hier kommt dann die Neustra Chimi, die wird dann, ja, keine Ahnung, wie viel Kohle kosten. Kann man so ein bisschen mutmaßen jetzt, was das kosten könnte. So wahrscheinlich so um die 200.000 Kohle oder noch mehr, je nachdem, wie viel Kohle dann im Spiel ist an Ressourcen. Und dann wird Wargaming da ihre Entscheidung treffen. Aber wir haben jetzt darüber gesprochen, was entfernt wird und was zum Teil dann in einem halben Jahr, also ich denke mal zum Ende des Jahres 2020, werden die Neustra Chimi, Black und Flint gegebenenfalls wiederkommen. Vorher eben nicht. Aber es wird neue Schiffe in der Waffenkammer geben. Und das wird zum einen der französische Zerstörer Marcio, hier Stufe 10 sein. Das ist quasi das Pendant zur Kleber, dem französischen T10 Forschungsbaumzerstörer. Dann gibt es das japanische Schlachtschiff Yashima auf der Tierstufe 10. Das ist das Schlachtschiff, wo wir uns jetzt gerade alle so ein bisschen in die Augen reiben mit dem Kaliber. Diese übergroßen Kanonen, ich glaube, waren 510 mm. Korrigiert mich, wenn es sogar noch mehr waren. Auf jeden Fall war es ein Riesenkaliber. Und ja, das wird für Stahl in die Waffenkammer kommen. Also Yana Yamato mit übergroßen Geschützen, könnte man sagen. Und dann gibt es noch zwei weitere Zerstörer, und zwar mal die Hayate auf der Tierstufe 10, die wird für FreeXP da ins Spiel kommen, ein japanischer Zerstörer. Und dann gibt es den europäischen Zerstörer Smalan, auch auf der Tierstufe 10, der wird ebenfalls für FreeXP ins Spiel kommen. Ja, die Smalan ist jetzt gerade noch ein Testschiff, also das wird sicherlich noch einen Moment dauern, bis dann die europäischen Zerstörer eingeführt werden. Und dann wird man diesen Zerstörer, so vermute ich zumindest, im Zuge dessen mit ins Spiel integrieren. Ja, prinzipiell, ich persönlich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass mit der Zeit jetzt hier mal die Waffenkammer quasi erneuert wird und ja, einfach mal so neuer Polish da so ein bisschen durchgeführt wird. Ehrlich gesagt hätte ich auch mit der Salem gerechnet, die ja quasi das Pionierschiff ist in der Waffenkammer. Ja, das Schiff vielleicht gleich mit einmal erstmal entfernt wird und dann zu anderen Konditionen oder generell entfernt wird, damit man nur noch durch besondere Container bekommen kann. So eine Sachen, damit hätte ich jetzt noch gerechnet. Und sonst, wenn man Schiffe natürlich rausnimmt, dann kann man ja durchaus auch nochmal sagen, okay, das Schiff muss eventuell gebufft, verbessert werden. Wir könnten durchaus, was ich mir vorstellen kann, die Flint oder die Black nochmal leicht ja verändert in Zukunft im Spiel sehen. Das ist, wie gesagt, alles meine persönliche Vermutung. Das ist jetzt nicht mehr Statement von Wargaming. Das könnte ich mir schon vorstellen, um diese Schiffe auch wieder zeitgemäßer zu machen ein Stück weit. Ja, wobei jetzt schon starke Schiffe auf ihrer Stufe sind. Nichtsdestotrotz, wer weiß, was Wargaming da noch so plant. Vielleicht wird die Black ein bisschen bessere Flak noch bekommen oder was weiß ich. Ist jetzt nur mal so, ja, einfach so mal so drüber nachgedacht, ja, was passieren kann.
Naja, ich würde mich gerne über eure Kommentare freuen unter diesem Video. Und zwar, auf welche Schiffe ihr euch freut von den Vieren, über welche Schiffe ihr vielleicht traurig seid oder worüber ihr euch freut, dass bestimmte Schiffe rausgehen. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der sagt, endlich ist die Smolens nicht mehr zu haben. Ja, wird es bestimmt auch den einen oder anderen geben. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn das Video euch gefallen hat, Abo dalassen, Daumen nach oben dalassen, Glocke drücken, gerne auch weiterempfehlen und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Das Siegros Team und ich sagen danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.